gonna tell you that I love you. Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Oh mein Gott, wie lange ist das jetzt bitte her, dass ich wieder ein Fashion Haul drehe für euch? Es ist, glaube ich, schon mehr als ein halbes Jahr her, dass ich für euch jetzt ein Fashion Haul drehe. Aber ich freue mich umso mehr darauf, dass ich mal wieder meine alten Videos für euch wieder drehe und bin auch voller Elan dabei. Ich war nämlich wieder shoppen und ich dachte mir, okay, das muss ich meinen Zuschauern da draußen zeigen. Vor allem jetzt, während der Lockdown-Zeit, sind viele zu Hause und viele von meinen Zuschauern haben sich auch wieder YouTube-Videos gewünscht und ich dachte mir, ich werde wieder aktiv sein hier auf YouTube und euch ein bisschen Content bieten. Ja. Worum geht es heute? Wie gesagt, es geht heute um ein Fashion Haul, denn ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich einfach mich so sehr auf die Zeit freue nach dem Lockdown, dass ich mir Klamotten bestellt habe, wo ich mir dachte, okay, ich zelebriere auf jeden Fall alles, wenn alles wieder normal ist und habe dafür eingekauft. Also ich kaufe nichts mehr für den Winter ein, weil ganz ehrlich, ich freue mich schon darauf, wenn der Winter vorbei ist und der Sommer kommt und wir wieder rausgehen können, hoffentlich, und sich alles beruhigt hat. Und damit ich mich umso mehr darauf freue, habe ich auch dementsprechend geshoppt. Und ja, es sind einige Teile zusammengekommen. Ihr solltet aber wissen, bei Zara zum Beispiel habe ich alles im Sale gekauft und Zara lohnt sich ja derzeit extrem. Ich habe Teile, die vorher 30 Euro gekostet haben, 5,99 Euro gekauft und vieles, wie zum Beispiel Basic-Teile, sind auch noch vorhanden. Also ich werde euch auch alles unten in der Infobox verlinken und bei Shein bestelle ich ja sowieso immer wieder sehr, sehr gerne. Und auch die Teile sind immer vorrätig bei Shein und ich werde euch auch die natürlich auch verlinken. Ja? So, ich würde sagen, wir fangen einfach an mit Zara und danach gehen wir über zu Bershka. Bershka ist übrigens auch dabei und Shein. So, dann wollen wir anfangen. Ich fange einfach als erstes an mit dem Oberteil, was ich gerade angezogen habe. Übrigens werden die Teile auch alle komplett angezogen gezeigt. Keine Sorge, ihr werdet sie auch angezogen sehen. Fangen wir jetzt einfach mal an. Und zwar fangen wir an mit dem ersten Teil, was ich anhabe. Ich habe es von Zara. Dieses Oberteil kostet 15,95 Euro regulär. Aber derzeit nur 5 Euro noch was. Ihr müsst dazu schlagen, weil ich habe es in drei Größen gekauft, die ich euch auch zeigen möchte. Und die sitzen einfach perfekt. Ich habe Größe XS und ich habe es auch nochmal in Blau gekauft. Sowohl als auch in Schwarz. Ich finde einfach, solche Teile muss man im Schrank haben. Und die sind einfach bei mir nicht wegzudenken. Vor allem, wenn es auch noch Stretch ist, dann ist es umso besser. Also wie gesagt, bekommt ihr gerade bei Zara von 15,95 Euro für nur 5,99 Euro. Dann machen wir weiter mit einem anderen Oberteil. Und zwar war ich erstmal hier so unschlüssig, ob ich mit sowas klarkomme. Das ist einmal ein ganz normales Top. Aber was mir darin gefällt, ist der Kragen, weil wir hier noch so einen weißen Kragen haben. Ich zeige es euch einfach mal angezogen, dann wisst ihr, was ich meine. Ich fand es sehr, sehr elegant und sehr schick und deshalb dachte ich mir, kommt das auch mit. Und auch dieses Teil war reduziert von 15,95 Euro auf, lass mich nicht lügen, vielleicht 6 bis 10 Euro. Jetzt machen wir weiter mit dem kleinen Schwarzen. Oh mein Gott, ich fand das einfach sowas von süß. Erst einmal, es ist ganz normal schwarz, denkt man sich, ein ganz normales schwarzes Kleid. Und was mir daran gefällt, ist, dass der Rücken einfach sowas von schön ausgeschnitten ist. Also man hat so ein schönes Rückendekolleté und getragen sieht dieses Kleid sehr, sehr toll aus. Vor allem das kleine Schwarze darf sowieso im Schrank nicht fehlen. Deshalb musste das auch mit. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, dieses Kleid ist von 30 Euro auf nur 10 Euro reduziert gewesen. Und angezogen sieht es auch ganz klasse aus. Und ja, deshalb musste das auf jeden Fall auch mit. Ich bin ein Mensch, ich liebe Bodies und Bodies sind bei mir auch immer in meinem Schrank und zwar zu genügen vorhanden. Und dazu gehört auch dieser Body hier in einem schönen Rot. Ich fand das auch ganz klasse, weil es auch nochmal einen V-Ausschnitt hat. Ich bin momentan ein Fan von diesen ganzen V-Ausschnitten. Vorher habe ich es gehasst, aber momentan liebe ich einfach diese V-Ausschnitte. Und diesen Body gibt es auch jetzt reduziert bei Zara für 5 Euro noch was. Und da kann man auch nichts sagen. Also ihr seht, ne, Zara hat ja extrem alles reduziert auf 5 Euro noch was. Früher hat man die Teile ganz schwer bekommen. Aber mittlerweile waren
viele gute Teile vorhanden und zwar in allen Größen auch. Das hat mich schon sehr überrascht, aber ich denke mir, viele bestellen halt auch weniger aufgrund dessen, weil sie keine Gelegenheit haben, die Klamotten auch anzuziehen. Deshalb, ja, schlagt zu, wenn ihr shoppen wollt wieder. Dann machen wir weiter mit einem eigentlich schlichtem Kleid und zwar ist das dieses schwarze Kleid hier. Sieht aus wie ein T-Shirt. Es ist ganz einfach, ganz schlicht. Aber die Besonderheit von diesem Kleid sind die Schultern. Und zwar haben wir hier Schulterpolster und dann sind sie halt auch so wirklich so abstehend und das macht das Kleid auch nochmal richtig besonders. Und zwar, wenn ihr das Ganze noch mit einem Gürtel kombiniert, sieht das richtig toll aus. Das ist in einem schöneren Stoff, also was heißt schöneren Stoff? Es ist eher so ein Stoff, was man auch abends anziehen kann, wenn man irgendwo essen geht oder schick ausgehen möchte. Dieses Kleid ist auch von 30 Euro auf 10 Euro, meine ich, reduziert gewesen. Und angezogen, wie gesagt, sieht das richtig toll aus. Und ich habe dasselbe Kleid nochmal in einer anderen Farbe und in einem T-Shirt-Stoff, was ich auch ganz schick fand. Und zwar ist das in so einem Farbton, ich sag immer zu diesem Farbton Beton. Aber auch dieses Kleid ist super schön, vor allem im Alltag. Sowas könnt ihr auch super mit Sneakers kombinieren. Und gibt es auch bei Zara für 5 Euro noch was, von 15 Euro noch was. Also ich habe so viele Teile bei Zara bestellt und ich habe am Ende nur 54 Euro bezahlt. Das ist schon krass, muss ich sagen. Und ja, es hat sich heftig gelohnt. Ich kann es nicht oft genug erwähnen. Dann machen wir auch schon weiter mit dem letzten Teil von Zara. Und zwar ist das ein Rock. Und was ich an diesem Rock so besonders finde, ist, dass es perfekt sitzt. Es ist hochgeschnitten und vor allem, was mir daran gefällt, ist auch, dass es ein bisschen verspielt ist hier vorne. Und wenn ihr sowas mit einer weißen Bluse tragt, dann sieht das richtig schick aus. Und deshalb musst du das auch mit. So schwarze Röcke sind im Schrank auch nicht mehr wegzudenken. Deshalb habe ich mich darüber gefreut, dass es diesen Rock auch noch, also viel auch in meiner Größe noch gab. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber wie gesagt, ich verlinke euch nochmal die ganzen Teile. Und ja, meine Lieben, das war es jetzt erstmal von Zara. Machen wir jetzt weiter mit Bershka. Bei Bershka habe ich einige Bestellungen gemacht, aber ich habe vieles auch wieder zurückgeschickt. Vieles hat mir nicht zugesagt, außer ein Teil durfte bleiben, was total nach mir schreit. Das ist so ein typisches Soraya-Teil. Und zwar ist das dieses Oberteil in Babyblau und kurz geschnitten mit ganz schönen Nähten, dass die Brüste und das Dekolleté einfach auch nochmal total schön betont werden. Und ja, Babyblau ist meine Lieblingsfarbe, kann ich nicht anders sagen. Deshalb musste dieses Teil auch mit. Und das gab es bei Bershka, glaube ich, für 10 Euro oder so. Aber ich bin mir nicht sicher. Die haben den Preis davon überdeckt, warum auch immer. Aber ist ja nicht schlimm, ich kann es euch auch verlinken. Ich habe es übrigens in Größe XS bestellt, ja? Okay, jetzt kommen wir wieder zu einer größeren Bestellung und zwar ist es Shein. Shein ist und bleibt einfach mein Lieblings-Online-Shop. Ich könnte bei Shein jeden Tag shoppen und ich würde jeden Tag was finden. Und dazu gehört halt auch mal ein Oberteil aus der Kinderabteilung. Ich habe gemerkt, du hast noch nie bei Shein in der Kinderabteilung eingekauft, obwohl du es eigentlich überall machst, wie bei Zara und manchmal auch bei H&M. Guck doch mal, was Shein in der Kinderabteilung zu bieten hat. Da habe ich dieses Oberteil entdeckt, was ich auch ganz süß finde. Und hier steht auch nochmal das Wort Confidence drauf. Und dann haben wir noch hier so einen Stoff eingenäht, was aussieht, als hätte ich eine Bluse darunter. Und ich fand das einfach ganz knuffig und ich kann mir das sehr gut vorstellen, im Sommer anzuziehen mit Hotpants und hohen Schuhen, warum nicht, oder mit Sneakers. Und deshalb musste das auch mit. Dann habe ich etwas gekauft, was auch so orientalisch aussieht und auch total nach mir schreit. Das ist einmal dieses Oberteil, was ich sehr, sehr schön finde. Tada! Es ist einfach in einem richtig tollen Ton. Es ist in so einem richtigen Königsblau oder Royalblau, sagt man dazu. Und ja, ich weiß nicht, das musste ich unbedingt haben. Es sieht so afghanisch aus oder so einfach so orientalisch. Und ich fand das so toll, war auch gar nicht so teuer. Ich meine, allgemein ist Shein gar nicht teuer. Und ich fand das schön und freue mich auf jeden Fall, das auch im Sommer zu tragen. Wie oft habe ich jetzt gesagt, dass ich es schön finde? Alles, was ich gekauft habe, finde ich schön. Aber manchmal habe ich Wortfindungsprobleme, aber okay. So, jetzt habe ich etwas.
wo man sich denkt, wow, das könnte ein Outfit von Chanel sein. Das ist eine Nachahmung von Chanel. Und ich dachte mir so, okay, ciao. Ich muss es haben und ich habe auch gerade voll gespuckt, aber okay. Das ist einmal ein Zweiteiler mit Rock und Oberteil. Muss ich euch auch unbedingt angezogen zeigen. Musste mit, sitzt geil und es sieht einfach sowas von edel aus. Ich kann es kaum erwarten, wieder abends auszugehen, mich schick zu machen, Cocktails trinken zu gehen, mit Mädels rauszugehen und dann sowas wieder anziehen zu können. Oh Gott, ich freue mich einfach darauf und es fehlt mir total. Und um die Vorfreude größer zu machen, habe ich halt auch solche Teile bestellt. Ne? So, jetzt machen wir weiter. Ein bisschen sexy. Ein bisschen ist gut. Boah, ich habe es gesehen. Ich habe mir so, wow, geil. Ich liebe ja Corsagen. Und dazu gehört auch diese Corsage. Es ist halt so, dass es reflektiert. Es sieht aus wie Wildleder, ist aber kein Wildleder. Aber von der Optik her sieht es so aus. Und was ich daran toll finde, ist, die Brüste sind gefüttert. Und ihr könnt sowas auch über Blusen anziehen, wenn es euch zu nackt ist. Oder unter Blazer. Ich muss es unbedingt haben. Ich habe einen Tick mit Corsagen und mit Bustiers. Und deshalb musste ich das halt in Braun auch nochmal bestellen. Und angezogen sitzt das auch super und ja, auch darauf freue ich mich auf jeden Fall, es zu tragen. Und wir machen auch mit einem Bustier direkt weiter, Bustier, Corsage, und zwar ist das auch nochmal in Blau. Das Einzige, was mich daran stört, muss ich ganz ehrlich sagen, man braucht eine zweite Person am besten, damit man hinten dieses Oberteil auch schnüren kann, damit es auch eng genug sitzt. Und bei mir ist es auch ein bisschen knapp, ne? Also ich habe, ist ja kein Geheimnis, halt große Brüste und da musste ich halt schauen, okay, sind die Körbchen vielleicht zu klein oder nicht? Aber ich habe mich dazu entschlossen, es zu behalten, weil es geht auf jeden Fall noch voll klar. So, dann machen wir mal ganz vornehm erstmal weiter. Und so dachte ich mir, Soraya, du kannst ja auch ein bisschen braver wirken. Musst ja nicht immer sexy einkaufen. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, mal eine Bluse zu kaufen. Und dann habe ich mich für diese Bluse entschieden. Und ich fand es eigentlich ganz süß und trage das auch gar nicht so schlecht aus. Mit einer schwarzen Hose kann man das super tragen. Und das sieht dann auch mal schick aus, wenn ihr sowas tragt. Und, oh, ich habe euch die ganze Zeit den Rücken gezeigt. Entschuldigung, das ist die Vorderseite. Wir haben hier ein paar Knöpfchen und vorne lässt es sich das so schön zumachen. Und dann haben wir auch noch ein paar Rüschen. Sah ganz süß aus und warum eigentlich auch nicht. Jetzt machen wir auch schon weiter mit den zwei letzten Teilen von Shein. Dann war es das auch schon von mir erstmal. Und zwar habe ich wieder Bodies bestellt. Und dazu gehört auch einmal dieser Body. Es ist durchsichtig, ganz leicht. Und wir haben die Aufschrift Baby überall. Erstmal dachte ich, es steht Barbie überall drauf. Wegen dem B, sieht ein bisschen aus wie die Barbie-Schrift. Aber es ist Baby. Und ich fand diesen Body eigentlich ganz süß. Man kann das auch super kombinieren. Ihr könnt sowas auch über ein Bustier anziehen oder über einen hautfarbenen BH. Sieht ganz schick aus, ist aber eher für abends gedacht. Ne? Das ist jetzt nicht für den Alltag, da es schon ein bisschen sexy ist. Aber dachte mir, warum eigentlich nicht? Ich glaube sogar, ich weiß es nicht mehr. Ich meine mich zu entsinnen, ich habe dafür vielleicht nur 4 Euro bezahlt. Also dachte ich mir, why not? So, jetzt kommen wir auch schon zum letzten Teil von Shein. Und zwar ist es auch ein Body, wie gesagt. Und zwar ist es dieser Body, was ich sehr schön finde. Es schreit auch nach mir. Ich habe so viele Oberteile einfach in dieser Farbe. Und auch in diesem Schnitt. Aber was ich daran so toll fand, ist, dass wir unter der Brust eine Art Corsage haben. Am Bauch ist es komplett durchsichtig, weil wir hier halt einfach so ein Cutout haben. Und ja, war mal was anderes, deshalb muss ich es haben. Das ist genauso wie mit den MAC-Lippenstiften. Ne? Man hat 15 Nude-Lippenstifte, aber die ähneln sich gar nicht alle. Wisst ihr, wie ich das meine? Deshalb dachte ich auch, komm, dann nimmst du dir wieder ein Teil, was du vielleicht im Schrank hast, aber du hast hier die Besonderheit, dass du am Bauch so eine Art Corsage hast. Deshalb, why not? Ja, gut, meine Lieben, das war es auch schon von mir und meinem
Fashion Haul. Das ist für mich so eine Art Motivation gewesen, mich auf After Lockdown zu freuen und habe mich auch dementsprechend eingekleidet. Ich kann es auch kaum abwarten, ne? Meine Kisten zu nehmen und die ganzen Wintersachen reinzupacken und dann ab ins Dachgeschoss, damit ich meine ganzen Sommersachen endlich tragen kann. Ich bin immer ab Februar, fast Februar, immer in Sommerlaune und dann shoppe ich für den Sommer. Das ist immer so. Das ist meine Winterdepression-Mut, was immer im Februar kommt. Das ist bei mir immer dasselbe. Und ja, so sieht das dann am Ende aus. Aber wir haben hier auch gespart. Also es ist zwar viel, es ist auch nicht wenig Geld, aber dennoch weniger, als wenn man jetzt regulär einkauft, ne? Und deshalb dachte ich mir, ja, muss ich euch auch die ganzen Teile zeigen. So, ich habe jetzt genug geblubbert. Ich würde sagen, das war es auch schon von mir und meinem Fashion Haul. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß hattet dran. Und auf diesem Wege würde ich sagen, ich danke euch mal wieder fürs Zusehen. Ich liebe euch. Eure Soraya. Tschüss.